Wie oft hast du das schon gemacht? Hallo, schönen guten Tag, hier ist die Elke von der Haarhauser. Und es ist 15 Uhr, Freitagnachmittag. Und was ist freitagsnachmittags? Live-Video, Live-Video-Time. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nicht bei mir, sondern der ist in Hamburg und den habe ich live zugeschaltet. Und das ist der Mike Povels. Und ich schalte den jetzt mal bitte sichtbar. Da ist er. Hallo Mike. Hallo Elke, liebe Grüße nach Aarhus. Ich habe einige Fragen an dich und ich fange jetzt direkt an mit der Fragerei. Und du bist gebürtiger Aarhauser und für diejenigen, die dich gar nicht kennen, wo bist du hier groß geworden und was hast du noch in guter Erinnerung hier aus Aarhus? Aarhus habe ich in super Erinnerung. Ich bin im Schafland groß geworden und aufs Alexander Higgius Gymnasium gegangen. Und war damals oft mit meiner Clique in Olivers Galerie. Olivers Galerie, okay. Wo ist nochmal die Olivers Galerie? Das war gegenüber von der Kirche. Ah, okay. Oben die Treppe hoch, ne? Genau. Ja, okay. Forum heißt es, glaube ich, heute, stimmt's? Na, das kann sein. Ja, du arbeitest ja in Hamburg als Chefreporter, richtig? Ja. Und wie bist du damals hier nach Hamburg gekommen? Mit dem Zug. Ich meinte jetzt nicht, nein, wie du hingekommen bist, sondern wie du es geschafft hast, Journalist zu werden. Ja, klar. Nee, ich habe in Münster Publizistik und Germanistik und Kulturwissenschaften studiert, ein paar Praktika gemacht, unter anderem auch beim Fernsehen, bei der Lindenstraße und habe mich dann beworben bei mehreren Verlagen. Und in Hamburg bin ich bei einem Verlag angenommen worden und ausgebildet worden. Und was machst du jetzt genau da? Ich schreibe Reportagen aus den Bereichen Sachthemen. Das kann alles Mögliche sein. Also viel Reisen, Blicke in andere Länder, Gesellschaftsthemen, politische Themen, aber auch viele Interviews rund um das Thema Fernsehen und Entertainment und Dokumentation. Ah, okay. Dann habe ich eine weitere Frage an dich. Du hast zwei Bücher geschrieben, stimmt das bislang? Richtig. Das erste Buch heißt Die Flockenleserin. Und für diejenigen, die da gerne etwas drüber wissen möchten, worum geht es in diesem Buch? Ja, ich schreibe Krimis und die Flockenleserin, ein Hospiz, 12 Menschen, ein Mörder, ist ein Krimi, in dem eine ältere Dame in ein Hospiz zieht und dort Morde aufklärt. Bevor sie selbst stirbt, will sie einen Mörder, so à la Miss Marple, überführen, der im Hospiz sein Unwesen treibt. Grund fürs Schreiben dieses Buchs war, dass ich für eine Reportage, eine Langzeitreportage, in einem Hamburger Hospiz auf der Reeperbahn gewesen bin und da viel recherchiert habe und eigentlich ein Sachbuch schreiben wollte über das Thema im Sterben, weil es gibt ja gefühlte 10.000 Ratgeber zum Thema Geburt, aber für das richtige Sterben kaum eins. Und dann habe ich gedacht, alles klar, du hast jetzt nach diesem einem Jahr im Hospiz so viele Informationen über dieses Thema durch die Begleitung von 12 Menschen, dass du darüber auch prima ein Sachbuch schreiben könntest. Und dann habe ich gedacht, aber ob die Leute das Thema nicht eventuell auch abschreckt und habe es dann verpackt in das Thema Krimi, in die Form des Krimis, so wie der Tatort das macht, der bringt ja auch am Sonntagabend ein schwieriges Thema manchmal, indem er die Zuschauer erstmal auf Mördersuche schickt. Und dann jubelt er denen so ein Thema wie Traumatisierung von Afghanistan-Soldaten oder sowas unter, wo man sich nicht freiwillig mit beschäftigen würde. So wie letzte Woche Sonntag, da war es ja das Thema Pflege. Ich weiß nicht, ob du den Tatort gesehen hast. Ich wollte den Tatort nie wieder gucken, weil ich den jeden Sonntag immer ganz schrecklich finde und dann gucke ich ihn doch. Ja, okay. Das Buch, was du geschrieben hast, also die Flockenleserin, das ist ja in einem ganz besonderen Verlag erschienen. Ja. Und es hat es auch international geschafft. Das heißt also, es wurde übersetzt und weißt du ungefähr, in wie viele Sprachen und in wie vielen Ländern das veröffentlicht wurde? Ja, das Buch wurde ins Englische übersetzt und vertont als Hörbuch. Und nachdem es in England und Australien und Amerika als Terminal übersetzt erschienen wurde, ist es dann jetzt Anfang dieses Jahres auch ins Spanische übersetzt worden und in Spanien erschienen. Wow.
Und ist da noch mehr geplant? An vorerst nicht, nein. Vorerst nicht. So chinesisch, so stelle ich mir auch witzig vor. Ja, interessant, dass du das sagst. Aus China ist tatsächlich eine Anfrage mal gekommen. Hm? Wie witzig. Hm. Was ist denn für dich die wichtigste Veränderung vor und nach dem Buch? Ach du, im Grunde, dass ich dadurch gelernt habe, dass ich nicht nur Reportagen schreiben kann, sondern auch Bücher. Also wenn man das erstmal einmal gemacht hat, und das ist ja ein wesentlich längerer Text als eine normale Reportage, dann traut man sich das auch ein zweites Mal zu. Hast du das Buch Die Flockenleserin da? Ja. Hast du das gerade greifbar? Ja, das habe ich greifbar. Mhm. Da ist es. Ah, okay. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, wo können die Leute das bestellen? Hast du einen bestimmten Verlag, wo die bestellen können? Na, das gibt es jetzt mittlerweile auch im normalen Buchhandel, wenn man es da bestellt. Also zuerst war das nur bei Amazon bestellbar, weil es als E-Book erschienen war. Und dann wurde das halt als Taschenbuch etc. Auch herausgebracht. Aber mittlerweile kann man das auch bei Thalia und anderen normalen Buchhandlungen bestellen. Das heißt also, für die Ahauser, die könnten zu Scharten oder zu dem anderen Buchhandel hier, wie heißt er? Ich habe schon wieder vergessen, wie der Buchhandel jetzt in Ahaus heißt. Die könnten ja also zu den beiden Händlern hingehen und sagen, hey, ich möchte das Buch von Mike Puwitz haben und die können das bestellen. Genau, das geht im ganz normalen Buchhandel. Okay, gut. Das zweite Buch habe ich hier. Das heißt Zero, ein Serienkiller wird gejagt. Da ist das Buch. Um was geht es dabei? Ja, dein Mann hat es ja gelesen, stimmt's? Ja. Der hat mir eine Rezension hinterlassen bei Amazon, der Frank. Und ja. Da kann man sagen, ja, im Grunde, es geht um die Psychologie des Bösen. Also wie Serienmörder ticken. Ich hatte für eine Reportage mal ein Interview gemacht mit einer Kriminalpsychologin, mit Lydia Benecke, wie Psychopathen erkennbar sind, anhand welcher Charakteristika. Und da habe ich insbesondere in diesem Buch so die Frage ins Zentrum gestellt, ob auch Frauen eigentlich zu charakterlicher Eiseskälte fähig sind. Oder sind sie? Frag den Frank. Ja, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich lese mal sehr viel Sachbücher und weniger so die Thriller. Kommst du denn an die Themen jetzt? Hast du denn so eine blühende Fantasie oder... Also ich kann man im Grunde ganz kurz und knapp auf den Punkt bringen. Die Flockenleserin, wie gesagt, durch die Langzeitreportage, weil ich so viele Informationen rund um das Thema gebündelt hatte. Habe ich ja gerade kurz angerissen und erklärt. Ja. Und Zero, ein Serienkiller, hier wird gejagt, ist auch entstanden durch ein Interview mit der besagten Kriminalpsychologin, Frau Benecke. Und die hat mir so viel Faszinierendes über Sadisten und Psychopathen erzählt, dass ich gedacht habe, ach, das könnte auch mal spannend sein, einen Blick darauf zu werfen. Für diejenigen, die jetzt eine Frage an den Mike haben, die können das gerne hier unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen das beide und dann können wir auch direkt beantworten. Also wenn ihr Fragen an den Mike habt, gerne stellen. Auch nachher, wenn das Video vorbei ist, könnt ihr das in die Kommentare hier unten reinschreiben und der Mike beantwortet die sicherlich. Okay, dann habe ich noch eine Frage an dich. Du verarbeitest ja in deinen Büchern immer etwas, wie wir es gerade schon besprochen haben. Was wird denn in deinem nächsten Buch verarbeitet? Hast du da schon was in der Pipe? Ja, mein nächstes Buch ist fertig, also das Manuskript ist fertig und das heißt Die Einbalsamiererin, ein Bestattungsinstitut, 12 Menschen, ein Mörder. Dafür bin ich ein Jahr lang in die Bestattungsbranche eingetaucht und habe als Bestatter mitgearbeitet. Und zwar aber auch noch einen ganz faszinierenden Einsichten in einen ganz faszinierenden Job bekommen, nämlich in den des Thanatopraktikers. In den was? Thanatopraktikers? In den Beruf Thanatopraktikers. Das sind Menschen, wovon es nur 160 in Deutschland gibt. Und die stellen Bestattern ihre Dienste zur Verfügung. Und das sind Leute, die Verstorbene nach Unfällen oder nach schwierigen Krankheiten rekonstruieren, restaurieren und einbalsamieren, auch aus psychologischen Gründen, dass Angehörige nochmal bei einer sogenannten öffentlichen Aufbahrung ihren Verstorbenen sehen können und
das Ganze dann besser verkraften können und ihren Liebsten oder ihre Liebste so in Erinnerung behalten, wer zu Lebzeiten gewesen ist. In dem Buch geht es um ein fiktives Bestattungsinstitut auf der Reeperbahn, Haus Grau. Und da wird die Einbalsamiererin ermordet. Und eine arbeitslose Hartz-IV-Empfängerin namens Conny bekommt, weil sie eine Bartenderin ist und gut nähen kann, auf dem Arbeitsamt das Jobangebot da anzufangen. Und dann taucht sie ein in die Welt der Einbalsamierer und Bestatter. Er lernt deren Berufsalltag und findet zugleich in dem Dachapartment, das sie bezieht, in der Bettritze das Tagebuch ihrer ermordeten Vorgängerin und beginnt dann nachzuforschen, warum die eigentlich ums Leben gekommen ist, gewaltsam in dem Institut. Und auch da wieder viele Sachbuchfacetten rund um die Welt der Bestatter. Und was man normalerweise nicht so sieht, inklusive aller möglichen Fragen, wie gibt es eigentlich den perfekten Mord oder Gifte, die nicht nachweisbar sind. Wer macht denn das Cover für die Bücher? Ich denke mal, das wird Amazon höchstwahrscheinlich illustrieren und in Auftrag geben und lektorieren. Okay, also wenn ich dieses Cover sehe, das hat auch Amazon gemacht oder hast du da eine bestimmte Illustratorin oder einen Illustrator, der das macht? Das habe ich selber gemacht. Ah, das hast du selber gemacht? Und bei der Flockenleserin, wie war das da? Amazon gemacht. Ah, okay. Nächste Frage an dich, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, wir machen zwischen 15 und 20 Minuten hier. Nächste Frage an dich, deine Mutter, die lebt in Ahaus, das ist die Anne. Und ich sehe gerade, die Anne schaut auch zu. Hallo Anne. Und die ist aber oft bei dir in Hamburg. Und wir haben ja vorhin schon kurz miteinander gesprochen. Die ist jetzt auch in Hamburg bei dir. Und ihr habt ja wirklich einen guten Kontakt miteinander. Wie oft seht ihr euch? Du, ich bin 2-3 Mal im Jahr in Ahaus. Und meine Mutter kommt öfter mal hier rüber zu Besuch. Okay. Ja, wir unternehmen eine Menge. Also noch zusammen, genau. Du hast auch noch eine Schwester, richtig? Und ich habe noch eine Schwester, ganz genau, in Coesfeld. Weil wenn Anne etwas auf Facebook postet, dann sehe ich das immer. Daher weiß ich das. Falls du zuguckst. Wann bist du denn mal wieder hier in Ahaus und hast du vielleicht geplant, demnächst mal eine Buchlesung hier in Ahaus zu machen? Also bei meinem ersten Buch hat es eine Lesung gegeben in der Ahauser Stadtbücherei. Und vielleicht wird das mit der Einbalsamiererin klappen. Ich werde, wenn es fertig ist, es wird ja im Laufe dieses Jahres erscheinen, an die Stadtbücherei herantreten. Vielleicht gibt es ja nochmal Interesse. Und mit der Flockenleserin habe ich die nächste Lesung im Oktober in Ingolstadt. Im Oktober in Ingolstadt, ja, das ist natürlich ziemlich weit weg von hier, ne? Deswegen, die Leute sollten sich erstmal das Buch kaufen, um zu gucken, ob sie vielleicht demnächst auch nochmal auf eine Lesung gehen. Genau. Dann habe ich noch eine Frage. Gestern Abend war hier in Ahaus die Nacht der Ausbildung. Das bedeutet, dass einige Unternehmen ihre Tore und Türen geöffnet haben für Jugendliche, die sich über bestimmte Berufe informieren wollten. Und hast du eine bestimmte Botschaft für junge Menschen, die vielleicht im künstlerischen oder vielleicht auch im journalistischen Bereich tätig werden wollen? Vielleicht hast du da irgendwelche Tipps, die du denen geben kannst? Also im Grunde ruhig 2-3 Anläufe zu machen, was man testen möchte, was man sich vorstellen kann. Und ansonsten sein Ding zu machen, seinen Weg zu gehen. Und gerne auch mal unkonventionell oder um die Ecke zu denken. Muss ja nicht immer der geradlinigste Weg sein. Man kann ja auch mal das eine oder andere, denke ich, mehr ausprobieren, ne? Ja, das stimmt. Wie bitte? An sich selber glauben. Natürlich, wenn man von einer Sache überzeugt ist. Ja. Hindernisse nicht allzu groß sind, dass man versucht, das aus dem Weg zu räumen. Hm? Und an sich selber zu glauben und das auszuprobieren. Hm? Sich gerade hinzustellen. Hm? Du hattest ja gesagt, dass du hast in Münster studiert und bist dann direkt nach Hamburg gegangen. Ich habe in Münster studiert und habe mich dann beworben um verschiedene Volontariate, also Journalistenausbildung. Ja. Und bin aber auf einer Zwischenetappe in Köln gewesen beim Fernsehen, also bei der Lindenstraße, in der Presseabteilung. Ja. Okay. Und habe da Schauspielerführung und sowas gemacht. Also es war so ein Schlenker schon so in diese Richtung. Und Hamburg ist für dich so die Stadt, wo du auch bleiben möchtest?
Hamburg ist eine schöne Stadt. Also ich mag das total gerne. Ja, also ich möchte hier bleiben. Hm? Man sagt ja immer, die Hamburger sind recht kühl, die Nordlichter. Also wenn man jetzt im Fenster gucken würde, das Wetter ist gerade nieselig, aber bei euch wahrscheinlich auch, oder? Es hat hier vorhin geschneit. Ich war heute Morgen in Münster und über Schöpplinger Berg hat es wirklich geschneit. Es war 1 Grad. Ja, also hier ist es auch total zugig. Hm? Und in Hamburg, klar, also es ist oft Nieselwetter. Hm? Und die Menschen? Aber ehrlich gesagt auch, Elke, oft schöner, als so gesagt wird. Also von bis die ganze Palette. Und die Menschen, da gibt es so das Vorurteil, das wären sogenannte Fischköppe. Ein nordisch verschlossenerer Typ. Ich muss sagen, ist schon ein anderer Menschenschlag als so die bodenständigen, aufrechten, netten, freundlichen und auch zuvorkommenden Westfalen. Aber wenn du dann doch erstmal so den einen oder anderen kennengelernt hast, dann sind die auch ganz nett. Also da können auch viele Freundschaften entstehen. Hm? Hast du vielleicht einen kleinen Tipp für Hamburg-Touristen, die vielleicht in den nächsten Wochen mal nach Hamburg kommen, was sie sich unbedingt in Hamburg anschauen sollen, was jetzt nicht so richtig touristisch ist, weil das ist ja auch in allen Reisebüchern zu nachzulesen. Vielleicht gibt es da irgendwie so einen Geheimtipp, wo die unbedingt mal hingehen müssen. Weil die meisten fahren auch mal hin und die machen eine Städtetour oder die fahren zum König der Löwen oder die fahren halt zur Reeperbahn. Da gibt es mit Sicherheit wunderschöne Dinge, die man auch in Hamburg noch besichtigen kann. Vielleicht hast du dann so einen Geheimtipp für diejenigen, die man... Ja, im Grunde habe ich mehrere. Also ich finde, ein schöner historischer Platz ist, wenn man an den St. Pauli Landungsbrücken ist, mit dem Aufzug runterzufahren zu dem alten Elbtunnel und da mal einen Spaziergang unter der Elbe durchzumachen bis zum anderen Ufer. Da kann man auch mit dem Auto durchfahren. Das ist ein historischer Platz. Mit dem Boot sollte man von St. Pauli mal übersetzen nach Teufelsbrück. Teufelsbrück, das ist so ein total Öbelgönne Museumshafen. Ganz tolle Hafenpromenade mit alten Fischerhäuschen und direkt am Wasser sitzen, Strand. Ansonsten kann ich das neue Musical Kinky Boots der Reeperbahn im Operettenhaus noch empfehlen. Und für alle Fußballfans ein Besuch bei St. Pauli. Ist ja ein Kultverein und auch eine ganz spezielle Stimmung, wenn man da so ins Stadion geht und sich das anguckt. Also es ist auch eine schöne Sache. Restaurants gibt's zuhauf. Reeperbahn würde ich auch immer mitnehmen, auch egal, ob ich Tourist bin oder nicht. Also weil ist toll. Okay. Ich habe hier noch einmal deine Webadresse, falls einige Ahauser noch mehr über dich erfahren wollen. Ich blende die mal eben ein. Ich hoffe, dass das jetzt mal funktioniert. Hier mal gucken. Wartet mal. Ich habe ja hier so eine Technik. Da. Tada! MikePowels.com. Und die läuft da sogar durch. Wow. Ich schaue jetzt gerade mal auf die Uhr. Wir sind jetzt auch schon fast bei 20 Minuten. Das ist echt Wahnsinn, ne? Ich danke dir erstmal, Mike, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für ein Live-Interview. Und ich muss das nochmal sagen. Ich muss jetzt mal eben umswitchen. Wir suchen immer wieder Leute, die sich für ein Live-Interview hier zur Verfügung stellen, die einfach mit mir ein bisschen locker plaudern oder vielleicht ihr Hobby vorstellen wollen oder ihre Clique oder was auch immer. Also wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere sich bei uns meldet. Und ich muss nochmal den Mike einblenden. Ich danke dir, lieber Mike, dass du heute dabei warst. Danke, Elke. Hat mir Spaß gemacht. Was machst du dieses Wochenende noch? Wir werden ein bisschen unterwegs sein in der Stadt. Aber was konkret, weiß ich noch nicht. Hm? Ja, wir haben auch noch keine großen Pläne. Bei dem Wetter ist im Moment noch nicht so ganz viel. Vielleicht ziehen wir unsere Schuhe an und gehen ein bisschen im Regen spazieren. Aber ansonsten soll es dieses Wochenende nicht besonders gut werden. Ja, genieße es. Dann danke ich dir und ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Und wir schreiben. Wir hören uns. Schönes Wochenende. Okay, danke dir. Tschüss.